heutige Geschichte ist wieder in Gedichtsform und die nimmt uns jetzt mit, mitten in der Winterzeit, zum Kokosnussstrand. Am Kokosnussstrand. Irgendwo am weißen Strand lebt ein Äffchen, sehr bekannt, isst Kokosnuss und Ananas, macht sich im Meer die Füße nass, tollt herum im weißen Sand, liegt unter Palmen dort am Strand. Es wusste halt, wie man genießt, wie man sich nicht den Tag vermiest durch Pflichten oder Angstgedanken, die sich oft im Kopf ranken. Natürlich gab's auch Regentage, das ist beim Wetter keine Frage. Doch wenn man mal den Strand gut kennt, den man seine Heimat nennt, findet man schnell ein Palmenblatt, das Regenschirmcharakter hat. Wenn es kalt war in der Nacht, hat es ein Feuer angefacht, das gab dem Äffchen Licht und Wärme und am sanften Licht der Sterne. Die Lektion, die hier gelehrt, ist einfach und ganz schnell erklärt. Wenn du weißt, was dir gefällt, bist du der reichste Mensch der Welt.